Dumm. Mhm. Yeah. Ein Hoch auf Rubus, unsere neuen Anführer. Ui. Yay! So, Pipiko. So cool. Du hast Janosch wie einen kleinen Idioten aussehen lassen. Was ja auch kein Wunder ist, wenn er sich mit jemandem von meiner Größe misst. Jetzt muss ich nur noch dein letztes alter Ego überzeugen. Um ehrlich zu sein, fand ich dich von Anfang an sympathisch. Du bist wie ja. Kletus, nur ohne diese mürrische, boshafte Seite. Stimmt. Allein der Gedanke an diesen Idioten macht mich wütend. Und du hast diese unschuldige Trotteligkeit, die auf Frauen sehr anziehend wirkt. Ja, danke. Ich bleibe am besten hier, bis du die anderen beiden überzeugt hast. Ich muss gestehen, dass ich ein bisschen eifersüchtig bin. Ganz schön schräg irgendwie. So, dann wollen wir nochmal Lady Goal. Was war denn das jetzt? Ich muss ohnmächtig geworden sein. Wen wundert's bei der Luft hier drin? Keine Sorge. Wenn sich die Pilzsporen erst einmal in der Lunge eingenistet haben, kann man ganz normal atmen. So, Lady Goal, ich bin sofort wieder da. Ich muss alles vorbereiten. Dazu müssen wir nämlich nach Bellevue. Zur rechten Seite. Wer benutzt denn da einen Spaten und Haken? Ach, seht nur, Kinder. Es ist Glatzmatz, der Gartentroll. Glatzmatz. Hässlich wie die Nacht. Ja. Stört mich nicht. Ich hab gleich Feierabend. Das wollen wir doch mal ändern, ne? Ey, Finger weg von dem Baum. Okay. Was? Das waren nicht die Finger. Weil wir mit den Füßen gemacht haben. Ja. Siehst du? Hier, Füße. Zack. Ach komm schon, das war lustig. Nein, es war nicht lustig. Tschüss, Rufus. Was ist passiert? Und warum fühlt sich mein Rücken plötzlich so an? Als hätte jemand mit einer rostigen Harke das Wort Rache hineingeritzt. Muss der Stress sein. Ja, muss der Stress sein. So, jetzt können wir nämlich an den Spaten schnappen. Und wo haben wir den Eimer? Da haben wir den Eimer. Das ist zwar nur Dreck, aber auch nicht... Den Dreck mitnehmen. Hä? Wo ist denn... Der verschwindet übrigens immer wieder, wenn wir das Geschäft verlassen. Und hier rüber gehen. Hier drüben gibt es nämlich noch mehr zu entdecken. Yay! Erstmal nach oben, weil das ist das Schnellste. Der Rest dauert relativ lange hier drüben. Und die Kurbel. Eine Kurbel? Bei dieser Kurbelrolle ohne Kurbel fehlte eine Kurbel. Rufus, du bist ein Genie. Ja! Rufus, das bist du wirklich. So, da er das Ei noch nicht mitnehmen möchte, gehen wir auch jetzt mal wieder runter und reden mit dem Ollen hier drüben. Willkommen im Schnabeltierparadies. Was kann ich Schnabelhaftes für Sie tun? Was zum Kuckuck ist das für ein Laden? Was zum Kuckuck ist denn das hier bloß für ein Laden? Es ist ein Souvenirshop. Wir haben alles, was das Touristenherz begehrt. Schnabeltier-Großkarten, Schnabeltier-Pralinen, Schnabeltier-Mützen, Schnabeltier-Rückenkratzer, Schnabeltier-Schmuck, Schnabeltier-Repliken für den Kamin, Schnabel-Kuscheltiere, T-Shirts mit lustigen Schnabeltiersprüchen und Musikdatasetten mit Schnabeltierlauten. Ich habe brisante Hintergrundinformationen über die Pläne des Organon. Und du hast eine Schnabel. Schnabeltierfibel. Vielleicht kommen wir ins Geschäft? Nein, kein Interesse. Und was, wenn der Organon plant, Deponia zu sprengen? Plant er das denn? Ja, das sage ich dir erst, wenn ich die Fibel bekomme.
Nein. Aber vielleicht brauche ich die Fibel, um die Pläne des Organon zu durchkreuzen. Dein Leben könnte davon abhängen. Könnte sein, könnte aber auch nicht sein. Dann explodier doch. Kann es sein, dass du Schnabeltiere magst? Nein. Schnabeltiere sind meine Lebensgrundlage. Wenn man weiß, wo man sie findet, kann man ein kleines Vermögen verdienen. Indem man Rückenkratzer an Touristen verkauft? Du hast ja keine Ahnung. Aber ich beliefere zum Beispiel auch das Schnabeltier-Restaurant. Und außerdem bin ich Buchhalter für Schnabeltierkampfwetten und Leiter des Schnabeltierclubs. Schnabeltiere sind sogar die Inspiration für meine Poesie. Du schreibst Schnabeltiergedichte? Ja, hauptsächlich für Grußkarten. Sie werden aber auch wöchentlich in der Schnabeltier-Daily abgedruckt. Wöchentlich in der Daily? Ja. Hast du irgendwas nicht aus Schnabeltieren? Hast du irgendwas, das nicht aus Schnabeltieren gemacht ist? Naja, die Schnabeltierstatuen sind aus Ton. Aber ich benutze Schnabeltierwachs für die Lackierung. Du belieferst auch das Schnabeltierrestaurant? Ja, man kann viele leckere Gerichte aus Schnabeltieren machen. Und wenn es mal einen Engpass gibt? Boah, das wäre eine Katastrophe. Das Restaurant müsste seine Karte komplett umstellen. Aber so weit wird es nie kommen. Auf dem schwimmenden Schwarzmarkt gibt es überall unbewachte Nester. Was meinst du mit unbewachte Nester? In jeder Generation gibt es ein ganz besonders böses Schnabeltier, das Nest des Rudels bewacht. Was können die schon groß machen? Nach deinen Fingern schnappen? Ich sag's dir, das sind richtige Biester. Beißen die sich etwa auch durch Handschuhe? Und Suspensorien. Wenn du dich für Nestwächter interessierst, Clubmitglieder können alles Wissenswerte über sie in der Schnabeltierfibel nachlesen. Juhu! Das heißt, der Schnabeltierclub auf sich. Das ist eine tolle Sache. Als Mitglied bekommt man immer brandheiße Informationen aus der Welt des Schnabeltiers Freihaus. Boah. Man erfährt als erster alles über das Wunder der Schnabeltierbrut und kennt schon vor Wintereinbruch die Routen der Schnabeltierwanderung. Außerdem wachsen einen Federn am Bürzel. Schnabeltiere haben weder Federn noch Bürzel. Als Clubmitglied wüsstest du sowas. Jedes Mitglied bekommt bei Eintritt die neueste Ausgabe der Schnabeltierfibel. Ich habe Probemitgliedsausweise in den Glückskeksen des Restaurants versteckt. Welche wir holen müssen, weswegen verrate ich euch noch nicht. Selbst du in den engeren Kreis der Schnabeltierfamilie aufgenommen werden. Wenn Fortuna sich wirklich mit so einem Mist beschäftigt, erklärt das meine Pechsträhne in letzter Zeit. Was kann einem, aber das und das nur Mittag könntest du dann alles selber nachschauen. Ach ja. Ja, ich bin mal. See you later, Alligator. Hell yeah, Schnabeltier. Ja. Besuchen wir jetzt einen sehr besonderen Mann auf der rechten Seite. Nämlich niemand anderes als Captain Seagull. Boah, was für ein Schuppen. Haben Sie schon mal etwas vom Anklopfen gehört? Natürlich. Aber das neue Album ist mir zu kommerziell. Was haben Sie überhaupt hier verloren? Haben Sie sich wenigstens die Schuhe abgewischt? Das letzte Mal zu meinem 8. Geburtstag. Damals hat mich mein Dad? Rufus? Dad, du bist Captain Seagull. Ich. Die Schuhe, Rufus. Oh, Entschuldigung, Übrigens, er ist ein Arsch. Ein richtiger Arsch. Also nicht nur so ein Arsch von wegen Arsch, ich hau dir eine rein. Nein, es ist ein richtiges Arschloch. Wow, da hilft mir nicht mal mehr reinhauen. Voll die geile Hammer-Location. Und ein Fußabtreter aus echtem Wombat. Respekt. Fußabtreter? Ja, der hing gleich neben der Tür. Das war mein Sonntagsmantel. Oh, hör mal, Rufus, ich hab zu tun. Sag mir einfach, was dich hertreibt und dann geh wieder spielen, okay? Merkt ihr jetzt, dass er ein Arsch ist? Freust du dich denn gar nicht, mich zu sehen? Ja, aber natürlich freue ich mich. Ich hab nur gerade viel zu tun. Wenn du artig bist und deinen alten Mann seine Arbeit machen lässt, dann können wir ja später noch Möwen füttern gehen. Möwen füttern? Na hör mal, ich habe wichtige Sachen zu erledigen. Dann macht es dir ja nichts aus, wenn ich mich erst später um dich kümmere, okay? Später, später. Das sagst du immer. Nee. Ich dachte, du seist auf Elysium. Elysium? Ja. Elysium halt. Du hast mich verlassen, um nach Elysium zu gehen. Daran wirst du dich doch wohl noch erinnern. Ach so, ja. Ja, und wie ich mich erinnere. Was hatte ich mir nur dabei gedacht? Wo doch jeder weiß,
dass es unmöglich ist, von Deponia zu entkommen. Ich war schon ein verrückter Hund damals. Ich wollte nach den Sternen greifen. Heute weiß ich, dass es sich nicht lohnt, irgendwelchen Verrücktheiten hinterherzujagen. Wenn du erst einmal so alt bist wie dein Vater, wirst du das sicher auch verstehen. Das kannst du voll knicken. Ich werde niemals so alt werden wie du, Versager. Warum hast du deinen Namen geändert? Es hat bestimmt nichts mit dir zu tun. Erzähl bitte trotzdem nicht überall rum, dass du mein Sohn bist, okay? Wie redest du denn mit mir? Wie redest du denn mit mir? Falls es dir nicht aufgefallen ist, ich bin kein Kind mehr. Ach, du bist jetzt erwachsen? Ja. Also richtig mit Haus und geregeltem Einkommen? Also nicht. Ich bin Bastler. Ich hatte sogar eine richtige Werkstatt in Kuwak. Du meinst doch nicht etwa die Spielzeugwerkbank, die ich dir als Kind geschenkt habe. Ich bin immer noch erwachsener als wie du. So, bäh. Willst du denn gar nicht wissen, was ich in der ganzen Zeit so alles erlebt habe? Hast du etwa schon wieder irgendwelches Chaos angerichtet? Was ist es denn diesmal? Hast du etwas in Brand gesteckt? Gestohlen, fremdes Eigentum zerstört? Das muss man im Kontext sehen. Ich muss den Organon davon abhalten, Deponia zu sprengen. Ja. Und was treibst du denn hier auf dem schwimmenden Schwarzmarkt? Der Organon ist weit weg. Und wenn hier irgendetwas explodiert, dann wahrscheinlich deinetwegen. Du verstehst das nicht. Ach nein. Wann hat der Organon denn bitteschön jemals etwas in die Luft gesprengt? Ja, bis jetzt vielleicht noch nicht, aber... Und wie viele Explosionen hast du diesen Monat schon verursacht? So still plötzlich. Ich zähle noch. Ich muss mich um meine elysianische Freundin kümmern. Natürlich musst du das. Wie hieß sie gleich? Babsi Buu? Nicht Babsi Buu. Eine echte Elysianerin. Ihr Name ist Goal. Moment mal. Ist das dein Ernst? Da staunst du, was? Du lernst eine Elysianerin kennen und bringst sie hierher? Hab ich dir denn gar nichts beigebracht? Nein, du warst super. Du hast sie doch nicht etwa allein gelassen, oder? Keine Panik. Sie ist gut aufgehoben. Sie sitzt unten in Gullivers Hafenspelunke. Okay. Ich habe scheinbar versäumt, dir ein paar wichtige Sachen beizubringen. Oh okay. Ja. Muss das sein? Ich weiß Bescheid über die Bienen und die Blumen. Naja, ich habe ein paar Defizite bei dieser ganzen Pollensache. Aber im Warenbau bin ich ein echter Pro, wenn du weißt, was ich meine. Zum Glück nicht. Aber das war eh nicht das Thema. Worauf ich hinaus wollte, war... dass du offenbar nie gelernt hast, wie man eine Lady behandelt. Hast du sie denn schon zum Essen eingeladen? Es gab da eine Schale mit Erdnüssen. Ich meine ein Date, Rufus. Ein romantisches Date. Das einzige Restaurant, das in Frage käme, wäre Chez Schlumpy. Da gibt es zumindest einen exklusiven Ausblick. Leider stehen da nur Schnabeltiergerichte auf der Karte. Was ist denn so verkehrt an Schnabeltier? Es ist ordinär. Es lebt im Treibgut und ernährt sich von Essensresten. Es könnte das Wappentier von Deponia sein. Nein, Schnabeltiergerichte würden sie nur daran erinnern, dass sie sich in der Provinz befindet. Du musst dafür sorgen, dass Schnabeltiere ganz von Schlumpis Karte verschwinden. Schaffst du das? Klar. Ein Platz für einen Romantiker wie mich. Wenn du soweit bist, kannst du auf meinen Namen einen Tisch reservieren. Aber erst dann. Verstehst du? Nicht weglaufen, ich bin bald zurück. Nicht vergiss den Spruch. Der zieht nicht mal bei 8-Jährigen. So, jetzt müssen wir nämlich hier ein paar Sachen machen. Finger weg von den Zierfischen. Ich wollte sie nur mal streicheln. Ich sagte nein. Ach, Menno. Von wegen Luxusvilla. Hier haben sich sogar schon Parasiten eingenistet. Das ist mein Aquarium. Ich sammle seltene Zierfische. Selten dämliche vielleicht. Und mickrig sind sie auch noch. Ich müsste sie tatsächlich mal wieder füttern. Ich brauche Brotkrumen. Hier, Rufus, sei so gut und bring dieses Memo zum Bedienstetenbriefkasten. Für wen hält der sich? Für mein... Oh ja. Egal. Ich bin auf jeden Fall nicht sein Laufbursche. Oh doch, oh doch. Aber du brauchst das alles, Rufus. Keine Sorge. Fenster. Von wegen Luxusvilla. Hier ist ja die ganze Wand offen. Das nennt man Panoramafenster, Rufus.
So habe ich immer den gesamten Schwarzmarkt im Blick. Dafür zieht es wie Tigerfischsuppe. Das sollte die Bodenheizung eigentlich ausgleichen. Ich brauche Kohle. So. So. Dann war das noch Wasser. Von wegen Luxusvilla. Hier wuchert ja bereits... Das sind... dieses hässliche... Ich brauche Wasser für die Blumen. So. Was war denn das noch? Geheimtüren in Bücherregalen, Volume 2. Diese Bibliothek ist die reinste Platzverschwendung. Als echter Gentleman lese ich viel. Als echter Blablabla. Das ändert nichts daran, dass das Regal groß und hässlich ist. Außerdem ist es hier viel zu dunkel zum Lesen. Das stimmt wohl. Ich sollte mir bei Gelegenheit einen neuen Kristallkronleuchter leisten. Aber vorerst werden es wohl auch ein paar Kerzen tun. Jo. Ich brauche Kerzen. So. Alles klar. Kannst du eigentlich gar nichts alleine erledigen? Dafür habe ich meine Bediensteten. Wischen die dir auch den Hintern ab? Oh, da bringst du mich auf eine Idee. Jetzt hör doch mal auf zu kritzeln. Sag mal, merkst du gar nicht, dass dir das überhaupt keine Zeit spart? Im Gegenteil, du bist die ganze Zeit nur am Nachrichtenschreiben. Nicht in diesem Ton, junger Mann. Entschuldigung, Sir. Na toll, jetzt habe ich den Faden verloren. Was wollte ich gleich schreiben? Ah, ich hab's. Ich brauche den Faden. So. Das hier springt ins Auge. Da müssen wir nämlich auch lang. Regalen für Dummies. Ziehen Sie an dem Buch mit dem Titel Hier ziehen für Geheimtür. Na, wer hätte das gedacht? Hier ziehen für Geheimtür. Klappe öffnen. Staubsauger nehmen. Und raus hier. Und darf ich euch meinen Freund, den Dichter, vorstellen? Crane! Klopf, klopf. Was bist du denn für einer? Man nennt ihn Rufus. Nennt mich Rufus. Ich heiße Crane. Aber alle hier nennen mich nur den Dichter. Wer nennt dich so? Ich höre das zum ersten Mal. Wahrscheinlich verkehrst du in den falschen Kreisen. Jo. Wenn du damit die Kreise außerhalb deines Egos meinst, dann ja. Die meine ich. Die Wohnung kommt mir sehr spartanisch vor. Deine Wohnung kommt mir sehr spartanisch vor. Ich habe alles, was ich brauche. Außer einem Innenausstatter. Kennst du Captain Seagull? Du meinst den Idioten, der in der Villa über mir wohnt? Hör auf mit dem! Pass auf, was du sagst. Seagull ist mein Vater. Tja, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Tja. Aber du musst schon zugeben, dass Captain Seagull einen lässigen Lebensstil hat. Alles materieller Schnickschnack. Ich brauche nichts von dem Zeug, das er hat. Und das wird sein Niedergang. Der Organon plant, Deponia zu sprengen. Ha! Typisch! Die da oben machen doch, was sie wollen. Hast du mir zugehört? Sie wollen Deponia sprengen. Niemand wird das überleben. Willst du nicht irgendwas dagegen unternehmen? Aber doch. Ich werde ein zynisches Gedicht schreiben. Ich nenne es, sie halten sich für etwas Besseres. Und dieses Gedicht soll dann die Massen zum Widerstand aufwiegeln? Aber nicht doch. Die Massen sind viel zu blöd für meine intellektuellen Höhenflüge. Wie war das gleich? Wie war das gleich? Du brauchst nichts von dem, was Captain Seagull braucht? So ist es.